Ein neues Quartal, zwei neue Sims-Sets, ungefähr drei Leute, die es interessiert. In diesem Video will ich das Gewächshaus- und Dachbodenschätze-Set, die am Donnerstag frisch erschienen sind, genau unter die Lupe nehmen. Am Dienstag frisch angekündigt, zwei Tage später sind sie dann erschienen. Das Dachbodenschätze und Gewächshaus-Sets sind ab sofort für die Sims 4 verfügbar. Auch schon im Vorhinein hatte ich hier einen eindeutigen Favoriten, aber wir schauen uns die beiden neuen Inhalte jetzt mal ganz genau im Spiel an. Wir beginnen jetzt einfach mal mit dem Dachbodenschätze-Set. Da haben wir einige neue Objekte bekommen. Wir starten jetzt einfach mal mit diesem Sessel hier. Der sieht zwar sehr gemütlich aus, hat aber, glaube ich, schon die besten Zeiten hinter sich gelassen. Ein paar verschiedene Farbalternativen. Es gibt hier das Objekt dann auch so ein bisschen anders schattiert, mit ein bisschen anderen Kratzern. Bisschen schade, dass es hier auch keine neutralen Farbalternativen gibt. Ist zwar jetzt wirklich nicht schlimm, weil es ja auch gar nicht so zum Thema passen würde. Aber ich denke, diesen Sessel in einer, sagen wir mal, bisschen normalen, sauberen Form könnte man doch auch ganz gut im Haus unterbringen. Wir haben ein passendes Sofa bekommen. Da finde ich das Detail hier mit dieser Wäsche obendrauf eigentlich ganz witzig. Das ist dann lustigerweise nicht ganz so angeschrabbelt wie der Sessel. Also das sieht dann schon so ein bisschen sauberer aus. Ich muss zugeben, dieses Holzelement hier oben verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber ansonsten mag ich die Farbalternativen doch ganz gerne. Wir haben diesen Fernseher hier bekommen. Der funktioniert, so wie ich das verstanden habe, nicht. Aber irgendwie, okay, das Glas hier ist auch manchmal so ein bisschen kaputter. Und auch der Sprung hier auf dem Fernseher an sich ändert sich. Das ist auf jeden Fall ganz witzig. Boah, wie alt könnte dieser Fernseher sein? Das ist ja bestimmt schon ein Fernseher, der vielleicht so 80 Jahre oder so alt ist oder sogar noch älter. Ich kenne mich da gar nicht so aus, wahrscheinlich eher schon so 100 Jahre. Finde ich auf jeden Fall sehr witzig. Übrigens, ich habe das Gefühl, die Entwickler haben sich bei diesem Set besonders viel Mühe gegeben. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Es gibt nämlich ein paar coole Details, die man so im Live-Modus ein bisschen beobachten kann. Auch in ein paar schönen Farbalternativen. Das Rot gefällt mir hier ganz gut. Sonst natürlich hier so braun, grau, beige. Finde ich eigentlich ganz nett. Also ich glaube, so kaputte Objekte haben wir bis jetzt noch nie bekommen. So im Vampire-Gameplay-Pack und auch vielleicht so ein bisschen im Reich der Magie-Gameplay-Pack waren ja so ein bisschen altertümlichere, manchmal so ein bisschen angeranzte Objekte mit drin. Aber so in dem Ausmaß hatten wir das noch nicht, was ich eigentlich ganz gut finde. Ich denke, da ist auch dieses Set-Format, diese kleine Größe ganz gut. Hier ein Set von zwei Stühlen übereinander gestapelt. Theoretisch so Sachen waren vorher immer mit dem Tool-Mod möglich. Das habe ich in der Galerie gesehen. Hier ein ganz besonderes Objekt. Ein kleines, cooles Detail. Diese Pflanze hier kennen wir nämlich aus The Sims 1 tatsächlich. Die gab es schon im allerersten Sims-Teil, jetzt hier nochmal in The Sims 4 aufgewärmt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es auch genau diese Farbalternativen in The Sims 1 gab. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das noch wisst. Liebe Entwickler, solche Details brauchen wir wirklich öfters. Sowas ist total witzig und es ist für euch ja noch nicht mal so ein krasser Mehraufwand. Aber ich finde sowas, da merkt man dann, dass sich bei EA doch jemand ganz coole Gedanken gemacht hat. Also das mag ich auf jeden Fall sehr. Jetzt gibt es hier nochmal so ein paar Details für die Wand und zwar einmal hier auch so ein paar kleinere Flecken und Unebenheiten an der Wand. Ah, okay, die anderen Farbalternativen sind hier nochmal auch so ein bisschen anders. Schaut da auf jeden Fall mal durch. Wir haben ein neues Bild erhalten, hier in so einem sehr kitschigen, dicken Bilderrahmen, auch in verschiedenen Farben. Oh, wie genial. Das sind ja sogar hier Screenshots aus dem Spiel. Das ist auf jeden Fall ganz witzig. Hier so alte Familienbilder. Das sieht so ein bisschen aus wie Bob und Elisa Pancakes. Die vergessenen Rahmen. Boah, sind die groß. Okay, hier ist auch so ein Spiegel mit drin, der hier sogar so ein bisschen angekratzt ist. Hier unten nochmal so ein paar andere Bilder. Ich denke, in so einem Geisterschloss oder so passen diese Objekte doch perfekt rein. Oder wenn ihr sogar euren Dachboden ausdekoriert, ist das doch auf jeden Fall auch ganz gut. Ist das ein Teddybär? Es ist, glaube ich, ein Teddybär. Irgendwie, das ist so Dekoration, die bei so einer Oma irgendwie in ihrer kleinen, hutzligen Wohnung stehen könnte. Finde ich auf jeden Fall auch ganz witzig. Also Farbalternativen-Fanatiker gehen hier in diesem Set leicht leer aus, weil alle Objekte einigermaßen wenig Farbalternativen haben. Aber ganz ehrlich, bei so kaputten, alten Objekten,
die man einfach nur so benutzt, um seine Wohnung so ein bisschen zu dekorieren, sagen wir mal in Anführungsstrichen dekorieren, ist es auch gar nicht so schlimm. Wir haben hier so einen Karton bekommen, den finde ich jetzt persönlich einigermaßen unnötig. Ich glaube, mit einem der letzten Packs haben wir tatsächlich auch schon so eine ganze Reihe an verschiedenen Kartons bekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, welches das war. In The Sims 4 gibt es ja keine Telefone in dem Sinne, sondern nur Handys. Das finde ich persönlich ja ganz cool. Hier so alte Schallplatten in so einem kleinen, in so einer kleinen Kiste. Die kann man auch einfach in so einer kleinen Hipsterbude irgendwie unterbringen. Ein paar andere neue Boxen. Das sind diese hier, haben wir bekommen. Auch in verschiedenen Farben. Ja, ganz ehrlich. So Deko-Krimskrams ist doch immer ganz gut. Das könnte jetzt auch so irgendwie in ein Kinderzimmer passen. Also auch ganz gut. Alte Pokale. Wir haben hier so einen kleinen Umzugswagen bekommen. Hier lehnt so ein, ja, so ein kleiner rollbarer Koffer irgendwie dran. Ist zwar jetzt so ein klitzekleines bisschen random, aber das passt doch irgendwie auch ganz gut zum Thema. Und wieder eine kleine, aber feine Anspielung auf The Sims 1. Hier im Hintergrund sieht man nämlich, das ist doch eindeutig das Herzbett. Es gab es in The Sims 1, konnte sogar vibrieren, ist jetzt in The Sims 4 ebenfalls wieder zurück, aber in der zerlegten Variante. Dann haben wir hier noch so ein paar Flecken für den Boden. Die dürfen natürlich bei so einem Set auch nicht fehlen. Das sieht man jetzt auf dem Rasen hier natürlich nicht so gut. Aber, okay, es sind hier noch so eine Art Streifen und hier so andere Schmutzflecken. Ich glaube, The Sims ist auch die einzige Reihe, in der man sich über sowas freut einfach. Diese Lampe hier hat es ebenfalls ins Spiel geschafft. Die finde ich ja persönlich grauenhaft hässlich. Aber es passt ja auch irgendwie. Boah, nee. Also, ja, würde ich jetzt wahrscheinlich von all diesen Objekten bis jetzt am wenigsten benutzen. Die brauche ich jetzt eher nicht. Dann haben wir diese Lampe hier bekommen. Die hat auch ein sehr cooles Detail an sich. Das schauen wir uns im Live-Modus gleich auch nochmal genauer an. Ein kleiner, aber feiner neuer Fernseher. Man sieht auch schon, diese Scheibe hier hat auch schon die besten Jahre hinter sich. Daher kommt also auch das Icon von diesem Pack. Finde ich auf jeden Fall ganz witzig, hier noch mit diesen abgeschrammten Details in den Farbalternativen. Ein instabiles Regal, ganz ehrlich, das lässt sich doch auch, glaube ich, in jedem Büro irgendwie unterbringen. Also viele Farbalternativen sind entweder so ein bisschen neutraler oder mit noch mehr Kratzern, so wie hier. Ach, das finde ich doch eigentlich auch ganz gut. Jetzt sind wir hier schon fast am Ende der Liste angekommen. Wir haben diese Truhe hier bekommen und nochmal eine andere Truhe, und zwar diese hier. Ich glaube, so Truhen, davon haben wir ja schon einige im Spiel. Das sieht schon fast eher aus wie so ein Koffer. Ja, wahrscheinlich soll es das auch sein. Jetzt zeige ich euch im Live-Modus mal so ein bisschen die Details. Wenn wir nämlich diese Lampe hier anmachen, man sieht es schon, sie ist ja schon an. Dann sieht man nämlich, dass sie hier so ein bisschen flackert. Das finde ich auf jeden Fall ganz witzig. Ich muss zugeben, damit hätte ich gar nicht gerechnet, dass die Entwickler in so einem Set dann so kleine Mini-Details einbauen. Da hätte vielleicht jetzt sogar niemand gemeckert, wenn es nicht drin gewesen wäre. Und oft gehen die Entwickler ja auch wirklich den einfachsten Weg. Aber hier haben sie so ein bisschen extra Zeit investiert. Und das gleiche beim Fernseher. Wenn wir den nämlich anmachen, sehen wir gleich nämlich auch schon. Früher war die Welt nämlich schwarz-weiß. Zwar nicht in echt, aber zumindest im Fernsehen. Und so sieht man das jetzt auch hier. Der Fernseher rauscht, diese Streifen gehen so von oben nach unten. Und allgemein die Bildqualität ist sehr schlecht. Oh mein Gott, die Katze kommt jetzt hier auch noch dazu. Man sieht schon, die Entwickler haben hier auch ein paar mehr Minuten investiert, um das Pack ein bisschen runder zu machen. Und als nächstes das Gewächshausset, ebenfalls am gleichen Tag erschienen. Das beinhaltet nämlich diese Fenster hier, auch in vielen verschiedenen Farbalternativen. Ah, okay, hier einmal mit so einem Gitter und einmal hier mit so einer ganz normalen Scheibe. Und einmal ein großes Fenster, aber natürlich, in diesem Pack gibt es auch wieder was Kleines zu meckern. Dieses Fenster gibt es leider nicht in der großen Variante, warum auch immer. Hier haben wir ebenfalls ein paar Farbalternativen, eher so ein bisschen grün, schwarz-braun sehe ich hier. Oh, zwei neue Türen, einmal diese hier. Und was ich auf Twitter gesehen habe, leider passen diese Farbalternativen hier nicht 100% zusammen. Von weiter weg sieht man das jetzt natürlich nicht, aber wenn man ein bisschen hinzoomt, sieht man schon, irgendwas ist hier so ein bisschen anders. Und die Tür gibt es dann hier auch nochmal einzeln, auch in den gleichen Farbalternativen. Das passt dann zum Glück einigermaßen zusammen. Geht auf jeden Fall mal durch, weil es hier wirklich auch nochmal so ein paar Querstreben gibt oder ohne Querstreben oder mit diesem Netz. Passend dazu ein neuer Boden, und zwar diesen hier, den ich persönlich wirklich hübsch finde. Hier auch so ein bisschen in so einer Ziegelsteinoptik, also auch so ein bisschen dunkler. So ein Steinboden ist gefühlt in jedem zweiten Park irgendwie zu finden, also doch auch eine ganz gute Ergänzung.
Und ebenfalls neu in diesem Set, diese Tapete hier. Muss ich zugeben, finde ich jetzt leicht unnötig. Ich glaube, alle diese Farben hier haben wir nämlich schon so im Spiel. Und dann gibt es da wirklich wenig Unterscheidung. Okay, das ist ja auch spannend. Also hier in den Farbalternativen versteckt sich ebenfalls nochmal eine ganz andere Tapete. Warum auch immer die in einem, ja, in einer Tapete mit drin sind. Das sind ja eigentlich hier zwei verschiedene. Zum einen haben wir dieses Regal hier bekommen in ein paar verschiedenen Farbalternativen. Das mag ich von der Optik eigentlich ganz gerne. Sieht irgendwie relativ modern aus und schick. Kann man, glaube ich, auch so in seiner Wohnung verwenden. Finde ich ganz gut. Was wäre die Sims 4 ohne neue Pflanzen? Da haben wir nämlich einmal dieses kleine Pflänzchen hier bekommen. Man kann es fast übersehen, so klein wie es ist. Der hat dann erstaunlich viele Farbalternativen bekommen. Es gibt hier quasi auch diesen Topf ohne Pflanze drin. Dann hier einmal als Set. Das finde ich jetzt persönlich schon wieder so ein kleines bisschen unnötig. Da hätte man doch lieber ein anderes Objekt dafür gemacht. Man kann ja aus diesem Topf das hier fast quasi 1:1 so nachstellen. Teil von diesem Set ist ebenfalls diese Wandpflanze. Die finde ich ja persönlich wirklich sehr cool. Von denen haben wir wirklich nicht so viel. Ich glaube, in dem blühenden Räume-Set sind diese ersten Wandpflanzen wirklich frisch ins Spiel gekommen. Auch weiße Blumen sind mit dabei. Ich denke, das passt zu einem Gewächshaus natürlich perfekt. Quasi das Gleiche, bloß unbefüllt und hier so ein bisschen durcheinander. Ebenfalls auch nochmal als einzelner Topf. Die Farbalternativen kann ich mir jetzt auch schon sehr gut vorstellen, genau. Wir haben hier so ein paar Sprühflaschen bekommen. Die sind ebenfalls neu. Ich weiß schon fast gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil es irgendwie so offensichtliche Objekte sind. Das haben wir bekommen. So Terrakotta-Farben, von denen hat man, glaube ich, auch ganz schön viel im Garten rumstehen. Hier nochmal eine Ecke größer, eine Stufe größer. Ja, ich glaube, sowas kann man auch jedem Zimmer irgendwie in den Garten rein platzieren. Als nächstes diesen Topf hier mit so zwei Pflanzendüngerpackungen. Ich glaube, hier kann man nichts einpflanzen, das ist dann auch nur Deko. Der dreht sich tatsächlich auch im Live-Modus und geht hier ganz durch. Ah, okay, das hier ist, glaube ich, noch ganz schlau. Das ist hier auch so ein Wandelement, was so aussieht, als würde da Luft durchgehen. Und diese neue Lampe hier, ich würde sogar fast behaupten, dass die so ein bisschen mein Highlight ist. Jetzt sind wir ja nämlich schon aus der Liste durch und mein Fazit zu diesem Set fällt tatsächlich wirklich sehr schlecht aus. Ich finde sogar die Idee für so ein Gewächshaus-Set eigentlich ganz gut, aber ich muss zugeben, dass die Auswahl dieser Sachen mich wirklich nicht anspricht. Also jetzt haben wir hier fünfmal so verschiedene Töpfe. Klar, es soll so ein bisschen Auswahl geben, es passt ja auch perfekt zum Thema, aber ich finde es einfach völlig unnötig irgendwie. Hier sehe ich da noch einen größeren Sinn. Man kann hier so ein bisschen so ein abgeranztes Haus erstellen, jetzt noch besser, als es vielleicht schon vorher im Spiel ging. Ich weiß, dass wir hier schon mal so ein ähnliches Objekt haben. Von den Töpfen haben wir bestimmt auch welche, mindestens im Debug im Spiel. Ja, die Fenster sind ganz cool, aber da haben wir auch extrem ähnliche. Also ich muss zugeben, da hätte ich mir vielleicht eher so ein paar andere Sachen gewünscht. Für so ein Gewächshausset hätte man irgendwie vielleicht so größere Blumenbeete mit hinzufügen können. Von denen haben wir ja schon welche im Spiel, aber dann auch welche, die man vielleicht so verbinden kann oder so. So hätte man dann irgendwie größere Gartenflächen irgendwie erstellen können oder so Sprenkelanlagen vielleicht, sowas, was man halt in so einem Gewächshaus hat. Dann so Rohrleitungen fürs Wasser, aber ich finde das hier schon ganz schön unnötig. Ich habe in der Community viele gesehen, die die Idee sehr gut fanden, sich über dieses Pack besonders gefreut haben. Ich persönlich tue es ausnahmsweise mal gar nicht. Die Idee finde ich echt gut. Ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass es viele gibt, die sich in diesem Bereich irgendwie mehr Objekte wünschen. Ich finde, das ist es jetzt einfach nicht. Dieses hier würde ich auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Ist sehr nischig, aber falls ihr gerade so ein Haus habt, wo ihr solche Objekte gebrauchen könnt, auf jeden Fall sehr cool. Diese Referenzen zu Die Sims 1, fast eines meiner Highlights und auch die kleinen Details, dass die Objekte wirklich ein bisschen aus der Zeit gefallen wirken, dadurch, dass sie hier so flackern und auch der Fernseher. Liebe Entwickler, sowas brauchen wir öfters, da merkt man, dass ihr euch wirklich Gedanken gemacht habt. Schreibt mir doch gerne mal euer Feedback in die Kommentare. Welches der beiden Sets präferiert ihr? Das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.